Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute spielen wir mal eine Unfair-Map. Habe jetzt Tipp von einem Zuschauer bekommen. Wenn ihr vielleicht auch eine Map habt, die wir spielen könnten, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Und dann spiele ich sie vielleicht auch mal. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Zack. Und es geht hier um diesen Dead Bush im gesamten Game. Heißt, ich laufe da nochmal drauf. Wie geht das? Aber es wird so gemeint. Wie geht das? Wie geht das? Jo, krass. Alter, wie geht das? I mean, ihr müsst. Wir sind halt hier immer noch in Minecraft. Also, in einem normalen Game wisst ihr, wie das ging, aber. So, also. Ofen ist verschlossen. Hier die Social Media, die will ich natürlich auch in die Videobeschreibung packen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Der spricht sogar nice. Ich bin. Ah, okay, warte. Eigentlich bin ich ja gekommen, um dir zu helfen. Ich spiele auch Minecraft. Okay, die Antwort feiere ich irgendwie. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Gerne auch ein Abo, das ist für euch kostenlos. Dauert auch nur einen Klick und hilft mir auf jeden Fall enorm weiter. Und noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr könnt gerne meinem Discord-Server beitreten. Dort gibt es coole Events, Giveaways und vieles mehr. Rechts oben in der Ecke sollte jetzt ein kleines Infokartenzeichen aufblinken. Da kommt ihr direkt zum Server-Trailer, über den ihr auch gerne beitreten könnt. Ihr wird zwar sowas von falsch sein, aber ich klicke drauf. Ich sag mal das. Ich hab's doch gesagt. Das war dezent bisschen laut. Er brennt aber weiter. Jetzt musst du nur vergessen, ich bin der Scammer. Mein Lieber, ich guck mal. Wir haben hier Hint. Gehst von Hint to get through. Das ist sehr easy. Okay. Dann gibt es Toggle Action Bar, also das hier unten. Okay. Instant Respawn. Nee, Skip Level machen wir auch mal nicht. Zack. Also. Also die Map ist halt, muss man ganz ehrlich sagen, echt schön gebaut. Aber ich verstehe nicht ganz. Muss ich damit auf den Boden hauen oder muss das Ding droppen? Ich verstehe nicht. Hallo? Darf ich wieder raus? Da muss ich eigentlich. Wait. Okay, Mama, das ist nice gemacht. Jetzt verstehe ich auch den Sinn hinter diesem Mine-Detektor. Also irgendwie. Es riecht nach einer Falle, dass ich. Ich sag's ja, ich werde gleich hier. Heißt, warte mal. Hier muss irgend. Ich denke mal, da wird hier irgendwas versteckt sein. Irgendwas habe ich so im Trailer gesehen. Er hatte einen Key in der Hand und hat dann damit Ding geöffnet. Wo war das Ding? Ich habe das gerade im Flug habe ich irgendwas Gelbes gesehen. Ah, da. Zack. Jetzt hab ich zumindest. Ach, das ist ein Key. Die Map ist interactable gemacht. Heißt, jetzt brauche ich wieder das Ding. Hier nicht. Hier darf ich jumpen. So. Türe auf. Don't touch me. Soll das machen? Es wird so. Hä?
Warte mal, da hinten ist ein... Es war halt sowas von klar. Das ist jetzt schon ziemlich frustrierend. Es liegt bis jetzt nicht so nur daran, dass ich zu scheiße bin, um Jump'n'Run zu machen. Zack. So, jetzt muss ich eine Spitzhacke finden, denke ich mal. Oder irgendwie sowas mal. Komme ich hier irgendwo auf den Baum? Weil ich meine, wenn man Hilfe für den Noob. Noob. Mal ganz kurz. Muss ich mal ganz kurz einen Screenshot machen. Hier, zwei Freunde. Da komme ich nicht rein. Ich glaube, ich nutze mal den Hint einfach. Ich habe hier was gebraucht. Um ein Objekt zu finden, was 5 Meter neben mir lag. So, warte mal. Mit der Axt. Was kann irgendwas. Ja. Kann. Okay, man. Die ist Abbau protected. Okay, ist noch der ganze normale Kurs. Sagen. Jetzt denke ich mal. Mit der Axt. Die Chis. Jawohl, jetzt haben wir ein Ding bekommen. Steht irgendwas dabei? Don't touch me. Das ist die Description von vorher. Warte mal. Es ist, wie gesagt, hier vorne diese Mossy Cobblestone. Der macht mich so ein bisschen. Checkpoint. Item. Q. Drop it. Einfach komplett überfordert. 4, 3, 2. Okay, nice. Jetzt komme ich hier drauf. Sind in dem. Ich hoffe mal, dass. So ist das, sterbe ich nicht. Nee, scheint nicht so. Look up, F5. Warte mal. Wenn ich hochgucke, dann passiert hier was. Netterweise schreiben wir es hin. Zack. Zack. Ich sag's dir weh, wenn mich das Ding jetzt umbringt. Puh. Nice, es gibt Checkpoints. Was ist meine Aufgabe? Was ist jetzt hier passiert? Diese Überbelichtung einfach. Ich weiß nicht, sollen wir den Shader ausmachen? So, Shader aus. So, versuche ich mal wirklich diesen. Nee, dieser Jump ist impossible. Ich weiß nicht, bin ich aber nur zu blöd, um den Jump zu schaffen, oder ist der halt wirklich impossible? Ich möchte jetzt dann sagen, damit ich mal den Shader wieder reinmachen jetzt. Also ich muss durch die Tür laufen und auch alles andere rückwärts machen. Das war es jedenfalls schon mal nicht. Ich muss so sprinten und dann... Ich habe eine Idee. Ich sprinte, mache so und jetzt tue ich. Warte mal, ich gehe mal so hier rein. To walk up the ghost backwards, you need to find the hidden button close to the exit of the level. Okay, warte mal, heißt es muss hier irgendwo ein versteckter Knopf sein. Jawohl. Durch. Jetzt kommt man von hier relativ easy auf das Ding hier drauf und kommt von hier noch so dahin. Was kann ich mit diesem Block hier machen? Oh. Oh, ist das smart. Oh. Oh. Ah. Oh mein Gott, krass. So. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was es mit diesem mysteriösen Block auf sich hat, dann schaut gerne beim nächsten Mal rein. Und dann würde ich sagen, haut rein, habt noch einen schönen Tag und ciao. Bye.